In Kainberg ist der Tagebaurand nur 400 Meter entfernt. Der Bagger baggert noch bis 2030, nur wenn wir Strom brauchen, noch 3-4 Jahre länger. Der ist nicht nur zu sehen, wenn der auf der obersten Sohle baggert, sondern der ist auch zu hören. Das ist natürlich hier eine sehr, sehr große Belastung, die, glaube ich, sich keiner vorstellen kann, der hier jahrzehntelang den heranrückenden Tagebau sieht, sich jahrzehntelang damit beschäftigen muss, wann siedle ich um, bleibe ich hier stehen und natürlich auch die Frage, warum muss ich das hier, diese Belastung austragen für eine Stromgewinnung, die zugegebenerweise dreckig ist, die aus der Zeit gefallen ist. Ja, diese Diskussion um Windräder, die zu nah an Wohnhäusern sind, lache ich mich kaputt. Da lache ich mich wirklich kaputt. Baut mir 10 Windräder direkt in den Garten, habe ich kein Problem, wenn dieser Tagebau aufhört. War mal ein Garten mit Bäumen, mit Büschen, mit meterhohen Anlagen. Das war so ein Schockmoment im letzten Jahr und Anfang dieses Jahres, wo wir uns gefragt haben, was soll das? Den kompletten Baumbestand hier aus dem Garten rauszunehmen, bis auf einen Baum, den sie an der Ecke übrig gelassen haben. Und die haben dann von RWE gesagt, zum Teil, weil sie eben verhindern wollten, dass Aktivisten hier ungehindert rein können. Aber das ist natürlich eine Farce, den kompletten Garten zu vernichten, nur damit man irgendwelche Leute nicht sieht. Das war so, als ich ungefähr 16, 17 war, da kamen so die ersten Gerüchte auf. Der Tagebau wird erweitert und es liegt Kohle unter den Dörfern hier um Kainberg. Und da gab es natürlich riesen Proteste aus den Dörfern. Und wir haben uns damals mit allen Dörfern Mitgliedern, Menschen aus den Dörfern zusammengetan und den ersten Fackelzug damals organisiert. Und das waren wohl über 4.000, 5.000 Menschen, die daran teilgenommen haben. Wenn man hier durchs Dorf, durch Kainberg, aber durch Kuckum, durch Unterwestrig, Oberwestrig und Berberath fährt, sind viele Menschen schon mit der Gewissheit hier weggesiedelt an dem Umsiedlungsstandort, dass sie wirklich ihre Heimat für immer verlieren. Ja, man hat im Grunde genommen meinen Leuchtturm weggenommen. Eigentlich ist da mein Leuchtturm. Der Mittelpunkt deines Lebens. Da hat mein Leben stattgefunden und da habe ich Höhen und Tiefen erlebt. Meine Kinder sind in dem Haus geboren, meine Mutter ist in dem Haus gestorben. Ich habe 60 Jahre in Kainberg alt gewohnt und bin jetzt vor 3 Jahren umgesiedelt. Dieses Dorf hatte mal 900 Einwohner, jetzt wohnen hier vielleicht noch 100. Das heißt, du siehst so dieses Dorf sterben und hast aber dann auch diesen Hof und denkst, boah ja, die anderen haben vielleicht nicht so ein Anwesen und tun sich vielleicht etwas leichter, also leicht tut sich niemand, wegzugehen. Ein paar sind wir noch geblieben, die hier geblieben sind, ne? Und da weiterhin für einstehen, dass diese Dörfer und das Land erhalten bleibt. Ja, und die RWE ist ja immer weiter auf uns zugerückt. Es ist irgendwie schwierig zu wissen, dass ich den Ort irgendwann verlassen muss, obwohl ich es eigentlich nicht möchte. Und gesagt zu bekommen, du hast auch keine Wahl, irgendwann musst du gehen. Und das ist immer so ein Gefühl von hinhalten und abwarten und
zu wissen, irgendwann wird es zerstört, aber irgendwie kann ich auch nichts dagegen machen, obwohl ich schon immer hier gewohnt habe. Und früher habe ich immer gesagt, als wir angefangen haben, für den Erhalt der 5 Dörfer zu kämpfen, wenn wir zulassen, dass die 5 Dörfer ausgekohlt werden, dann lassen wir ja auch wieder zu, dass Kohle verstromt wird. Und das gilt jetzt im Sinne des Klimawandels und der Erderwärmung, sollten wir das versuchen zu verhindern. Früher waren hier sehr, sehr viele Gräber von allen Leuten, die in dem Dorf gewohnt haben. Mit der Zeit hat RWE angefangen zu fragen, ob wir die alten Gräber umbetten sollen. Das bedeutet, irgendwann kam die Kirche, hat den Ort hier entweiht. Das ist somit jetzt kein heiliger Ort mehr. Und damit können tatsächlich die Särge mit den Leichen aus der Erde wieder rausgeholt werden und werden auf ein Auto gepackt und dann zum neuen Ort gefahren. Da wurde ein neuer Friedhof eingeweiht und da werden die Menschen wieder eingebuddelt. Die Vorstellung, dass zum Beispiel auch mein Opa irgendwann ausgebuddelt werden sollte, ist für mich irgendwie auch eine schlimme, weil ich mir vorstellen kann, dass Menschen daran glauben, hier ihren Frieden gefunden zu haben. Sie haben ihr ganzes Leben lang hier gewohnt, 80 Jahre lang in dem einen Dorf, wollen hier begraben werden und werden jetzt auf einmal in ihrer Totenzeit noch aus den Gräbern gerissen und woanders eingebettet. Und das ist eine Sache, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Wir versuchen halt, unsere Gärten zu retten. Wir versuchen, das Gras auf eine bestimmte Höhe zu halten, damit wir Wasser speichern können. Die nehmen uns hier ja das ganze Grundwasser weg. Unsere Bäume verdorren. Auf der einen Seite kämpfst du dafür, diesen Hof zu erhalten und das Dorf zu erhalten. Auf der anderen Seite musst du aber auch realistisch bleiben und sagen, okay, was mache ich denn, wenn ich wegkomme? Wir können nicht von heute auf morgen mit Pferden, mit Tieren, mit neuen Menschen direkt eine neue Bleibe finden. Das geht nicht. Also haben wir parallel schon immer geguckt und waren auch schon manchmal kurz davor zu sagen, okay, wir ziehen dahin. Ich habe noch einen großen Gemüsegarten, ich habe ein Gewächshaus und 3/4 des Jahres lebe ich aus meinem eigenen Garten. Wir haben sehr viele Obstbäume. Für mich war das eigentlich eine Frage des Landes. Und weil ich das Land auf der anderen Seite nicht wiederbekommen habe, fühlte sich das an wie eine legale Zwangsenteignung. Ich habe mich nicht gegen eine Umsiedlung gewehrt. Dann kamen, weiß ich noch, junge Leute, so 2016 war das, die dann gesagt haben, wenn ihr wollt, kann man die Dörfer retten. Und ich habe gedacht, Leute, wir machen das hier seit 30 Jahren. Ist alles toll und engagiert und finde ich super, aber da gibt es keine Chance. RWE ist so mächtig. Ich war selber aktiv beim Widerstand mit dabei. Und wenn man eigentlich dabei ist und sich für das Thema interessiert, stand es für mich also schon Anfang 2021, zeichnete es sich für die Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen, schon ab, dass die Dörfer bleiben könnten. So, dann haben Aktivisten sich eingemischt, wobei Aktivisten positiv ist. Denn ohne diese Aktivisten wären die Dörfer längst weg. Mein Bauch hat immer gesagt, ich bleibe einfach hier, wir warten ab, was kommt. Ungewiss war es eigentlich nicht. Ungewiss war, anstrengend war die Frage, sich gegen den Aktivismus zu wehren, die uns als Dorfbewohner nicht mitgenommen haben. Das war eine sehr schwere Zeit. Die letzten 2 Jahre kamen immer mehr Indizien, es könnte sich doch irgendwie noch, es könnte doch noch kippen. Wir befinden uns in Kainberg und zwar das ursprüngliche Dorf Alt-Kainberg direkt an der Kirche Heilig Kreuz. Und das ist ein ganz besonderer Ort für die Stadt Erkelenz, weil er ist noch offiziell Umsiedlungsabschnitt, aber wir wissen durch eine Vereinbarung und durch eine angekündigte Leitentscheidung, dass dieses
dieser Ort stehen bleibt und eine große Chance und Herausforderung für die Stadt Erkelenz ist. Wir haben den Schalter umgelegt und wirklich diese Chance zu nutzen, diese Herausforderung anzugehen, was passiert mit den Flächen und was passiert mit den 5 Dörfern. Als wir dann erfahren haben, dass wir eventuell bleiben dürfen, auch mit dem Koalitionsvertrag, ist natürlich einmal so eine Last abgefallen, aber durch diese ewige Angstzustände, 40 Jahre, kann man das gar nicht so von jetzt auf gleich verlieren. Die Angst ist ein Trauma geworden, ein traumatisches Ereignis. Da unser Haus schon seit Generationen in Familienbesitz ist, wäre das für mich und meine ganze Familie sehr schlimm geworden, wären die Dörfer abgerissen werden. Weil dann hätte ich nicht nur irgendwie mein Haus verloren und mein Zimmer oder dieses Wohnzimmer, was ich schön finde, sondern auch die ganzen Erinnerungen, die da dranhängen. Also das bedeutet, wenn jetzt, wie zum Beispiel mein Opa vor ein paar Jahren verstorben ist, dann erinnere ich mich trotzdem jeden Tag noch an ihn, weil ich weiß, wo ich mit ihm zusammen die Pferdeställe gemistet habe zum Beispiel, weil ich weiß, wie er selber hier aufgewachsen ist. Also ich habe jahrelang dafür gekämpft und darum gezittert, verliere ich meine Heimat, kann ich hierbleiben, müssen wir umziehen. Wir haben die Tiere, wir können die Tiere nicht mitnehmen an den neuen Ort. Es gab einfach unendlich viele Probleme vorher, die sich dann auf einmal eigentlich in Luft aufgelöst haben. Aber ich glaube, die meisten haben es auch notgedrungen dann auch als Chance genutzt, sich neu aufzustellen mit einem neuen Haus, am neuen Standort. Und da habe ich größten Respekt vor, am neuen Standort Heimat wieder aufzubauen und das vor dem Hintergrund weg zu müssen. Viele und einige stellen sich natürlich auch die Frage, war es umsonst, weil mein altes Haus nicht weichen muss, nicht für die Energiegewinnung genutzt werden. Wir sind auch heute glücklich, dass die Dörfer stehen bleiben, denn so kann ich noch mal mein Elternhaus besuchen, es steht noch da, es ist nicht in einem tiefen Loch verschwunden. Trotzdem war für mich nicht so das Gefühl von Erleichterung da, weil ich wusste, okay, jetzt bleiben zwar die Dörfer und Flächen erhalten, aber wir wissen gar nicht, was machen wir in Zukunft mit den Dörfern? Werden hier vielleicht Immobilien gebaut, werden hier große Tourismusgebiete hergestellt, wird hier Industrie angesiedelt? Wir wussten überhaupt nicht, was jetzt passiert. Und deswegen stehen wir jetzt quasi wieder in einem neuen Kampf und wollen versuchen, die Dörfer wieder lebenswert zu machen. Eine Konsensvereinbarung, dass hier erstmal nichts passiert. Das gehört ja zu 90% RWE, dass hier nicht einzelne Grundstücksflächen abverkauft werden an den Höchstbietenden. Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen zusammen mit der Bevölkerung eine Zukunftsvision entwickeln und die dann gemeinsam entwickeln. Und das kann sein, dass ältere Gebäude nicht mehr zu retten sind, dass da was abgerissen wird. Das ist aber aktuell nicht entschieden und es findet auch aktuell nicht statt. Die Stadt Erkelenz als zuständige Kommune für diese Region hat ein Planungsbüro beauftragt, 3 Entwürfe zu machen, was aus diesen Dörfern, also es ist ja, Keimberg ist 1 von 5 Dörfern, die jetzt gerettet sind, die so im Umkreis von 3-4 Kilometern liegen. Und das Planungsbüro hat 3 Vorschläge erarbeitet und da konnten die Menschen so ihre Meinung dazu sagen. Es gab einmal ein Beteiligungsverfahren in der Stadthalle. Da wurden alle Dorfbewohner und Dorfbewohnerinnen und aber auch alle Leute aus der Stadt Erkelenz eingeladen, daran teilzunehmen. Wir haben uns angehört, was das Verfahren sein soll und durften dann an Pinnwände unsere Kommentare abgeben. Das Ganze, was die Bürger halt eben halt machen dürfen, sind gelbe Post-it-Zettel auszufüllen, so ganz kleine, dann an die Pinnwände zu heften. Und dann war uns schon der ganze Mitspracheprozess aus der Hand genommen. Ich finde es sehr schön, dass wir gefragt wurden. Ich hätte mir aber gerade von den Leuten, die im Dorf wohnen, eine stärkere Stimme gewünscht. Also ich möchte nicht, dass Menschen an einem ganz anderen Ort in Heinsberg irgendwie darüber entscheiden, was mit meinem Ort passiert, sondern ich hätte mir gewünscht, dass wir noch mehr danach gefragt werden und richtig einbezogen werden in die Projekte und nicht nur einmal eine Frage beantworten dürfen. Wenn das unter normalen Umständen läuft, gibt es Workshops, gibt es Besichtigungen, gibt es
verschiedenste Möglichkeiten, sich einzubringen. Aber nicht Post-it-Zettel an die Wände zu kleben und damit zu sagen, jetzt habt ihr euch beteiligen dürfen. Und das ist es so. Ne? Den Rest wird uns ja verweigert. Ganz offiziell dürfen wir uns an der aktuellen politischen Entscheidung, die die Ratsherren in Stadt Erkelenz haben, nicht beteiligen. Aber das Wörtchen heißt ja Beteiligung und nicht Entscheidung. Diese Post-it-Zettel, die kann man sich sonst so hinschmieren. Das ist keine Beteiligung. Da wissen die Leute nicht mal, wozu sie das machen und was das für Konsequenzen hat, wenn sie irgendwas aufschreiben. Entscheidung erfolgt durch den Stadtrat. Und das ist nun mal so. Und wer das auch in Frage stellt, da habe ich dann kein Verständnis für. Nicht nur die Menschen in den Dörfern, sondern der ganze Kreis Erkelenz ist dazu aufgefordert worden, sich an diesem Prozess zu beteiligen. Und der ist ja jetzt gelaufen. Und wenn die Leitentscheidung nach den Sommerferien vorgestellt wird, dann würde auch die Stadt Erkelenz sagen, was aus den Dörfern wird. Wir sind also da beteiligt worden. Ich kann keine Kritik dran üben. Aus meiner Warte ist die absolute Mehrheit von diesem Prozess überzeugt. Wenn wir nicht alle überzeugen können, das gehört zur Demokratie dazu. Das soll man auch so offen kommunizieren. Es gibt verschiedenste Konzepte. Es gibt Papiere, die schon geschrieben waren. Ich habe eins dabei, das ist ein Drehbuch von Zweckverband Landfolge. Das ist ein Zusammenschluss der Städte um den Tagebau. Wir müssen jetzt aus der Konzeptphase herauskommen in die Umsetzungsphase. Und das wird sich anschließen dann mit ganz, ganz konkreten Projekten, weil die Bürgerinnen und Bürger wollen Antworten haben. Wir haben jetzt 5 Ortschaften, die wir komplett neu gestalten können. Wir können dafür sorgen, dass wir hier Autarkie weiter voranbringen. Wir können dafür sorgen, dass wir klimaneutral die Häuser ausbauen. Wir können hier geile Projekte an Land ziehen. Und ich fände es schön, wenn die Stadt auf unsere Zukunftskonzepte, die wir auch schon veröffentlicht haben, auch weiter eingeht und mit uns zusammenarbeitet. Bei uns in Calmberg-Alt beim Bäcker, da haben schon ganz, ganz viele nachgefragt, wo kann man denn die Häuser kaufen? Nein, man kann die gar nicht kaufen. Ne? Man könnte es wieder beleben. Das könnte alles wieder benutzt werden. Die meisten Menschen haben sich das auch gewünscht, die dörflichen Strukturen sollen erhalten bleiben. Es werden natürlich einige Häuser abgerissen werden müssen. Durch Vandalismus ist sehr viel kaputt gemacht worden, habe ich selber gesehen. Wenn die Politik uns gestattet, hier zu bleiben, also das Dorf zu erhalten, müsste man sagen, das Dorf muss eben auch instand gesetzt werden und die Menschen, die hier gewohnt haben, müssten es wieder besiedeln dürfen. Das wäre doch eine super Chance auch für eine Stadt oder für ein Land NRW, hier so eine Region draus zu machen, wo man sagt, guck mal, da war es auch mal ganz schlimm und da gucken wir jetzt, dass wir mit Fördergeldern entsprechend die Häuser sanieren, die auch klimagerecht sanieren. Ich wünsche mir, dass das Dorf wieder zum Leben erweckt mit jungen Familien, mit Kindern. Wir wollen leben im Dorf und keine toten Dörfer. Ja? Also ein Dorf, was leben soll und der eine oder andere bringt vielleicht die Großmutter oder die Großeltern mit. Wir haben alles. Wir haben Schulen, Sportplätze, Kindergarten. Wir haben die komplette Infrastruktur. Wir haben viele jetzt leider leerstehende Geschäfte. Das wäre einfach ein perfektes Dorf. Es fehlen nur die Menschen. Das wünsche ich mir. Wir sind hier auf der Rückseite unseres Hofes, das ist auch noch Randgebiet von Kallenberg sozusagen. Da hinten sieht man in der Ferne die Kraftwerke. Da hinter dem kleinen Wall, den man da sieht, beginnt der Tagebau. Das heißt von uns, ja von hier, wo wir stehen, vielleicht Luftlinie in 250 Metern beginnt das Loch.
es findet hier noch Tagebau statt. Und nach aktuellen Entscheidungen hieß noch bis 2030, dann gibt es noch die besagte Reserveentscheidungsmöglichkeit bis 33 und danach spätestens dann wird man das Loch im Endzustand haben. Der Tagebau wandert hier durch die Landschaft. Die Böschungen sind hier sehr steil und wenn man nichts machen würde, dann bestünde die Gefahr der von Böschungsrutschung. Das heißt, da hier die Verkehrssicherungspflicht besteht, müsste man eigentlich einen großen Zaun drumherum ziehen und betreten Verbotenschild. Man dürfte das Ding aber nicht nutzen. Und das wollen die Kommunen nicht. Die wollen eine vielfältige Nutzung dann irgendwann haben. Offiziell sollen das mal Seen werden. Also wir haben dann direkt hinterm Haus einen See. Vorstellung ist erstmal schön. Ich werde es leider nicht mehr erleben. Selbst wenn das funktioniert, das Wasser soll nämlich aus dem Rhein entnommen werden über Pipelines. Dass man den austrocknenden Rhein oder unsere austrocknenden Flüsse, die fehlenden Gletscher, Wasser, die den Rhein befüllen, das immer weiter sich verstärkende Trockenheitsdesaster, Klimawandel, die sinkenden Grundwasserpegel, all das wird nicht dazu führen, dass wir, dass diese Idee jemals irgendeine Frucht trägt, einen Yachthafen zu machen. So in am Ende unserer Straße wäre dann quasi der Hafen geplant. Ich kann jede Sorge verstehen durch den Klimawandel. Führt der Rhein genügend Wasser. Es gibt aber genügend Gutachten, die dies belegen, dass wenn verschiedene Zeiträume bestehen, dann auch Wasser hierher geführt wird. Und es ist ja auch nicht nur Rheinwasser, es ist auch Grundwasser, es ist auch Niederschlagswasser. Man hätte den Tagebau auch sich selber überlassen können. Das wäre aus ökologischer Sicht natürlich hochspannend, dass man einfach abwartet, was passiert auf natürlichem Wege, wenn das Grundwasser langsam durch die Neubildung wieder ansteigt, wenn hier quasi die Landschaft sich selber gestalten kann. Das wäre hochspannend aus ökologischer Sicht, würde aber bedeuten, dass eine Nutzung zu touristischen Zwecken nur eingeschränkt bis gar nicht möglich wäre. Es geht nicht nur um eine Flutung der Löcher, der Tagebau-Restlöcher, wie es manchmal ein bisschen verkürzt dargestellt wird, um hier Freizeitnutzungen, Bötchen fahren zu lassen. Darum geht es nicht nur, sondern es geht auch und viel, viel wesentlicher um die Natur und Wasserparks, Feuchtgebiete im Norden von Erkelenz und Mönchengladbach, Schwalm-Nette-Gebiet. Es geht auch um das Brauchwasser für Industrien, für Landwirtschaft. Es geht auch um Trinkwassergewinnung. Das ist nicht so, dass wir zu den Seen oder zu der Nachfolgelandschaft, dass wir da aktiv befragt werden. Das geht nur, wenn wir laut werden, wenn wir immer wieder darauf hinweisen, wenn wir an die Politik rangehen. Und das ist anstrengend, weil ich habe ja mein normales Leben. Ich bin ja nicht geboren, um mich hier dafür einzusetzen, wie hier die Landschaft aussehen soll. Hier ist es eine Schlafstätte für mich, bestehen aus Beton, Betongarage, Betongarage. Wir haben die Vorgärten sind schwarzer Schotter. Altendorf hatte ich Bäume. Du lebst im Grünen, du hast Natur. Dieses Lebenswerte, diese Gemütlichkeit, die wir in den alten Dörfern, muss man sagen, in den alten Dörfern gehabt hat. Mag sein, dass das hier irgendwann mal auch in 15 Jahren oder in 20 Jahren hier stattfinden wird, aber im Moment ist es nicht so, dass man sagen kann, wow, ich bin total begeistert. Wenn man sich mit den älteren Leuten, die hier wohnen, unterhält, es ist keiner glücklich, dass er hier ist. Keiner. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte. Wir würden nicht mehr verkaufen.
Nee, ich würde dann nach wie vor in dem schönen alten Dorf wohnen.